Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwerge und Zwergenfreunde, zur Grave of Dwarves. Wir sind mittlerweile auch im neuen Jahr angekommen, also im Jahr 2017. Also jetzt, wo ich diese Aufnahmesession gestartet habe, das ist die erste in diesem neuen Jahr. Also jedenfalls Grave of Dwarves mäßig die neueste. Und ja, ich muss erstmal gucken, was wir so alles gerade vorhatten, wo wir so stehen geblieben waren. Hier ist eine Gnomenfestung und ein Maulwurfsbau. Die interessieren uns beide nicht. Wirklich? Da trainieren meine Zwerge. Ja, da ist so der Teleportaktivator. Hier hatte ich auch nichts mehr zum Ausbuddeln. Nach da unten komme ich nur von hier aus wahrscheinlich. Und ja, Punkte für Forschungsverbesserungen. Gucken wir mal, ob wir hier rüberkommen, ob uns da irgendwas im Weg ist. Wenn nicht, dann müssen wir darauf warten, dass unsere Jungs hier gut trainiert haben. Ja. Tonsa sieht alles schick aus soweit. Oh, Marmor. Ach, eine kleine Goblinhöhle. Von dir aus können wir nach der Nacht da drüben graben. Das ist sehr schön. So, zu diesem Zweck. Armee. George! Ja. Wie auch immer das passieren konnte. Echt schade, dass sie das Spiel nicht fertig gemacht haben. Achso, dass sie noch so viele Bugs drin zurückgelassen haben. Oh, was ist mit dir? Okay, was essen. Hier oben sind noch Vorräte. Aber der hat sich da selber eingebuddelt gehabt. Das ist nicht so schön. So, jetzt dürfte er buddeln können. Und hier das Silber noch rausholen. Jetzt wollte ich mal kurz gucken. Defensive heroische Vorbilder. Verteidigungsstellung und Heroismus. Also Heroismus und Vorbilder haben wir. Verteidigungsstellungen fehlen uns noch. Ja. Ach ja, hier oben drüber wären noch jede Menge Räume zum Freimachen gewesen. Aber ich denke, weiter nach
Oben ist eh nichts Wichtiges mehr. Gucken wir uns lieber weiter unten um, wo Turmalin... nicht Turmalin. Doch, Turmalin ist ja hier. Wo Titan und Obsidian auf uns warten. So, hier oben sind sie mit Graben beschäftigt. Ja. Oh, und hier ist auch noch Gold. Was machen meine Zwerge? Oh, die haben keine Trainingsfiguren mehr. Na, das können wir schnell ändern. Nur du solltest nicht da hinten in der Ecke stehen. So. Stufe 30, Stufe 29, Stufe 29. Ich frage mich echt, ob es eine Maximalstufe ist. Ja, ich glaube 100 wäre so die Maximalstufe. Könnte ich hier eigentlich noch irgendwas Nettes aufstellen, was die Zwerge noch mehr motiviert? Legendäre Henkelkrüge, ja. Trophäen. Warum nicht? Oh, das hier sieht nicht schlecht aus. Hier ist ein bisschen Titan. Sehr viel Gold. Und andere Vorräte. Naja, das, was sie jetzt gerade den Goblins weggeplündert haben. So, mal sehen, ob das diesmal klappt. Ja, klappt. Dieses Mal. So. Weg mit den Goblins. Die nerven nur. Hier ist noch mehr Eisen. So. Ey. Gut, danke. Stein, man kann nie genug Stein haben. Auch wenn ich nicht wüsste, was ich noch aus Stein bauen sollte hier unten. Sorge. Sorge. Ah, das war falsch. Ich brauche doch das Werkzeug hier. So. Oh, wir sind noch gar nicht mit Löcherstopfen fertig gewesen, merke ich gerade.
Und da war kurz ein Aussetzer. Ich speichere sicherheitshalber das Spiel mal. So, ich denke mal, damit haben wir dann auch alles gefüllt. Da hinten an Silber wollten, sind sie noch nicht dran. Da ist noch mehr Silber. Hier ist etwas Eisen. Hier ist etwas Silber. Und ja, meine Forscher arbeiten jetzt im Akkord. Auch wenn ich gar keine Forschungspunkte mehr brauche. Ich brauche jetzt eher meine gesamte Armee auf Stufe 25 und ich könnte nicht unbedingt Platin, ich brauche Obsidian. Hinter dem bisschen Silber ist ein bisschen Stein versteckt. Auch toll. Stein habe ich eigentlich genug. Mittlerweile. Was halt noch Zeit in Anspruch nehmen könnte, ist das Blöcke ausgraben hier. Wobei ich dann einfach denen sage, sie sollen ein ganzes Gebiet ausgraben. Hier zum Beispiel. Ah, wisst ihr was? Dazu hole ich mir noch einen Jungzwerg. Wenn der Stufe 5 ist, mache ich ihn zum Bergarbeiter. Dann haben wir drei Bergarbeiter. Damit geht es dann schneller, alles auszubuddeln. Wie nett, hier ist sogar noch Stein. Hier oben. Oh, sind sie jetzt hier unten wieder am Buddeln? Oh, ich muss etwas essen. Verhungert 70 nicht für einen Zwergenprinzen. Dass das mal passiert, das war ich sonst immer nur von meinem Offscreen-Spielen gewohnt, dass er sich dauernd über irgendwas beschwert hat. Ich denke aber, ich mache hier jetzt mal zu. Oh, an das kommt der der Baumeister leider nicht ran ohne die Leiter. So. Oh, Marmor.
Und Eisen. Und ja, die Lecks irritieren mich etwas. Also speichere ich noch mal kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja gut, defensive heroische. Dann gehen wir wieder in die Mission rein.